News und Talks für Gebildete. Wo irrt sich Volker Quaschning, Professor von den Scientists for Future 1, also von den ersten Scientists for Future? Ich habe ja schon mehrere Videos gemacht, wo deutlich wird, was alles für Irrtümer dabei eine Rolle spielen. Fakt ist einfach das, was Professor Quaschning sich neuerlich mit dem neuesten Video mit seinen drei Wünschen sozusagen vorstellt, wird nicht gemacht. Ist ganz einfach so, weil die Politik da ganz andere, eine ganz andere Welt ist als das, was sich Professor Quaschning halt so wünscht. Ne? So, erstens, was er nicht versteht, ist, dass unser politisches System, unser wirtschaftliches System und unser gesellschaftliches System zufälligerweise aus Menschen besteht. Und alles Menschliche, alles Lebendige, auch Wirtschaftssysteme, Gesellschaftssysteme, verhalten sich nach den Naturgesetzen der Evolution. Also das heißt, nicht nach dem Naturgesetz von Gravitation, sondern von Mutation und Selektion. Ja? Also verschiedene Rekombinationen, verschiedene Mutationen, verschiedene Selektionbedingungen bedeuten, dass sich bestimmte im Reich der Tiere und der Pflanzen bestimmte Unterarten und so weiter entwickeln. Und das bedeutet aber auch, dass sich in einer Gesellschaft bestimmte Richtungen entwickeln. Und wir leben nun mal unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft, wo ich in unzähligen Videos schon aufgezeigt habe und auf der Seite der zweiten Scientists for Future 2 sogar die Seite vorgelesen habe, wo genau steht, was für ein teuflisches System die soziale Marktwirtschaft ist, der Kapitalismus, wie er quasi gewinnbringende Irrtümer ausbreiten unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft und wie sozusagen die soziale Marktwirtschaft grundsätzlich über Leichen geht und über die Menschen hinweg geht und so weiter. Und jetzt will Professor Quaschning quasi sozusagen eines von 1000 Folgeerscheinungen der sozialen Marktwirtschaft will er beheben. Das Klimaproblem. Weil da die soziale Marktwirtschaft, die weltweite soziale Marktwirtschaft oder der weltweite Kapitalismus da mal wieder über Leichen geht. Ja, das macht er doch in allen 999 anderen Punkten auch. Ja, wir haben wahrscheinlich mehr Medizintote als Klimatote jeden Tag. Wir haben wahrscheinlich mehr Kriegstote und es gibt ja immer so Zahlen. Wir sehen ja die meisten Kriege gar nicht, aber es gibt Krieg ist ein kapitalistisches, sozialmarktwirtschaftliches Produkt sozusagen und da verlieren wir jeden Tag wahrscheinlich viel mehr Tote als beim Klima. Also das heißt, wir nehmen 1 von 1000 Problemen, lösen das und vergessen dabei, dass die soziale Marktwirtschaft dafür schnell wieder einen neuen Weg produzieren wird, wieder Menschen zu töten und Menschen umzubringen und das Leben von Menschen zu ruinieren. Ja, für mich ist ja das Entscheidende, dass diese gewinnbringenden Irrtümer und deren Evolution in der sozialen Marktwirtschaft Glück reduzieren, Lebensglück, Lebensfreude, Lebenslust reduzieren. Das ist für mich das Entscheidendste. Gut, also das heißt, also die Irrlehre von Professor Quaschning ist, dass er die Illusion aufbaut und allerdings nur die Illusion und damit die jungen Leute von Fridays for Future natürlich in die Irre führt, weil er sozusagen in der Illusion befangen ist, wir könnten irgendetwas Gutes in der Welt erreichen. Ganz abgesehen davon, wie unendlich schwierig das ist, das haben meine Auseinandersetzungen mit Professor Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten klassischen Ökonomen und Volkswirtschaftler Deutschlands und mit der Auseinandersetzung mit der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre, der
zweiten Scientists for Future 2 sozusagen, haben das ja ganz klar ergeben, dass das alles ja auch sehr, sehr schwierig ist und dass die Gefahr besteht, dass unser deutsches Verhalten eventuell den CO2-Anstieg des Restes der Welt noch vergrößert, noch drastisch in die Höhe hebt, sodass wir also dann so ganz paradoxe Effekte haben werden. Aber das ist typisch in der sozialen Marktwirtschaft. Das Ganze ist ein ganz paradoxes System mit schädlichen Aspekten. Also der größte Irrlehre von Volker Quaschning ist also, dass er meint, ohne Beendigung der sozialen Marktwirtschaft könnten wir irgendwas Gutes für die Menschen tun. Wobei die soziale Marktwirtschaft an 999 anderen Punkten weiterhin alles Schlechte für uns Menschen tun wird. Und zwar für alle Menschen, auch für die Milliardäre. Die soziale Marktwirtschaft ist ein System, das erst eine künstliche Schere zwischen Arm und Reich erzeugt und eine Spaltung zwischen Arm und Reich. Aber das bedeutet nicht, dass die Reichen deswegen glücklich würden. Die haben zwar viel Geld und können sich viel Konsum und Luxus leisten, aber ihre Lebensqualität ist teilweise genauso schlecht wie die wir haben sogar Leute in ärmeren Ländern, die so ein Glück ausstrahlen, da wäre wahrscheinlich jeder Milliardär auf der Erde neidisch, wenn er das erleben dürfte, denn in unseren hochentwickelten sozial-marktwirtschaftlichen Kulturen ist die Unglücksrate viel größer als in manchen unberührteren Kulturen, die zwar auch schon Vorformen der sozialen Marktwirtschaft haben. Die sogenannten Naturvölker wirken ja nur deswegen so glücklich auf uns, weil bei denen die sozial-marktwirtschaftlichen Elemente noch so niedrig entwickelt sind, dass sie noch nicht das gesamte Lebensglück zerstört haben, sozusagen. Während der normale Milliardär in unseren reichen Nationen, der wird ja auch von der gesamten Depressivität der sozialen marktwirtschaftlichen Kulturen ja auch infiziert und ist natürlich deswegen auch depressiv. Deswegen, erst wenn wir die soziale Marktwirtschaft beenden und als ersten Beendigungsschritt sozusagen irgendetwas Ähnliches machen. Wir müssen das ja nicht so machen, man kann ja darüber diskutieren, aber irgendetwas Ähnliches machen wie die Einführung von Wohlfühlnoten und die Einführung von Gesundheitskostenerwartungskurven, und die ständig mit unseren tatsächlichen Gesundheitskosten verglichen werden. Also so dass, also kurz gesagt, je gesünder ich werde und je besser mein Wohlfühlen wird, desto mehr verdient mein Hausarzt, mein Lebensmittelhändler, mein Stammrestaurant, mein Stammkiosk, also alle verdienen dann am meisten, wenn mein Wohlfühlen, mein Bruttonationalglück, sagen die Bhutaner, mein Gemeinwohl, sagt die Gemeinwohlökonomie von Felber mit seinem spezifischen Irrweg sozusagen. Aber da sind also richtige Aspekte dabei. Also mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, meine Lebensqualität und meine Gesundheit wird zur Grundlage einer neuen, idealen, bestmöglichen kommunistischen Planwirtschaft sozusagen, die nicht den Markt in jeder Hinsicht ausschaltet, sondern den Markt zum Nutzen der Menschen nutzt und damit es zulässt, dass unsere Gene wieder einen echten matriarchalen Kommunismus von selbst herstellen dürfen, weil sozusagen die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus hat eine oberste Leitlinie, quasi das unbewusste Programm der gesamten sozialen Marktwirtschaft lautet: erzeuge den einsamen, unglücklichen, von Wohlfühlen befreiten, einsamen, kaufsüchtigen Single.
Ja, das heißt, sie zerstört kommunistisches Leben, also jede Form von Kommunenleben zerstört die soziale Marktwirtschaft, macht den Menschen unleidlich, macht ihn fähig zum Streit, aber nicht mehr fähig zum sich vertragen und erzeugt dadurch den einsamen, kaufsüchtigen, unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen Single. Und das müssen wir als erster Schritt aus der sozialen Marktwirtschaft einfach umdrehen. Alles Verdienen geht nur noch auf der Grundlage von verbesserten Wohlfühlnoten und verbesserten Gesundheitsdaten. Je gesünder ich mich entwickle, desto mehr verdienen alle um mich herum. Und das ist die ideale kommunistische, sozialistische Planwirtschaft, die überhaupt nichts zu tun hat mit der Planwirtschaft dieser verrückten Systeme wie Sowjetunion oder was weiß ich, Stalin, Mao und so weiter. Vergessen Sie all die alten Vorstellungen von Planwirtschaft. Es gibt nur diese eine gute Form der kommunistischen Planwirtschaft sozusagen. Ja, und das bedeutet also, dass alles, was Professor Quaschning redet, nimmt den jungen Leuten von Fridays for Future und nimmt Greta Thunberg jegliche Chance weg, sozusagen jemals überhaupt irgendwas zu erreichen. Denn die einzige Chance, überhaupt was zu erreichen, steht ja auch in diesem Artikel hier, holen Greta Thunberg und die Four Futures die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima ab. Davon hat sie Professor Quaschning quasi abgehalten. Und weil er sie in die Irre führt, weil er ihnen verspricht, es gäbe einen anderen Weg zu einer Lösung. Den gibt es aber nicht. Wir müssen mithilfe der zweiten Scientists for Future 2 einfach alle Probleme der sozialen Marktwirtschaft am besten dann möglichst schnell weltweit lösen, weil das eben unsere einzige Chance ist. Kommen wir noch zu weiteren Irrlehren. Noch einmal ganz grundsätzlich zu Esoterik und Spiritualität. Ich habe gerade wieder das Video von irgendeinem Heiler gesehen. Was ist das Wesen von Esoterik und Spiritualität? Da geht es darum, ungebildeten, unklugen Menschen Heilsversprechungen zu machen. Die Heilsversprechungen zu machen, es gebe irgendeinen Trick, sozusagen, sei es den Trick der Meditation oder anderer Tricks oder den Tricks der Wunderheiler oder den Tricks irgendwelche anderen Tricks sozusagen, das Naturgesetz von Mutation und Selektion zu schlagen. Also es gäbe also irgendeinen Weg, sozusagen eine Art, wie die Art Homo sapiens sozusagen, als Nachfolger von Homo erectus sozusagen, diese Art glückselig zu machen durch irgendwelche Kunstgriffe, vielleicht durch irgendwelche buddhistischen Spinnereien und Kunstgriffe oder anderen Sachen, als gäbe es da irgendeine Möglichkeit, außer schlicht und einfach den Menschen so artgerecht zu halten, wie man sich in jedem Zoo bemüht, jedes Lebewesen artgerecht zu halten. Da sorgt man dafür, dass die richtige Menge an Liebespartnern da ist. Da sorgt man dafür, dass die naturgemäßen und evolutionsmäßig geformten Nahrungserwartungen sozusagen des Lebewesens erfüllt werden, sodass also sein Stoffwechsel mit dem, was er als Futter bekommt, klarkommt. Wenn man also sozusagen Tieren wie Pavian zum Beispiel menschliche Nahrung gibt, dann werden die ruckzuck krank. Ja? Also das heißt, jede Art braucht einen artgerechten Lebensstil und das, sowas liefern nur die zweiten Scientists for Future 2, die eben alles lehren in Richtung Lebensstilmedizin, Ernährungsmedizin. Also letztendlich geht es darum, dass der Hausarzt zum Lehrer für einen artgerechten Lebensstil gibt und das, was uns die soziale Marktwirtschaft geraubt hat, nämlich ein Wissen um unseren natürlichen Lebensstil, der als einziger glückselig machen kann, sozusagen,
dass man uns das Wissen, das wieder zurückgibt. Und dadurch, dass wir ja die soziale Marktwirtschaft beenden, wird also quasi kein Gegendruck mehr da sein, sondern die gesamte Wirtschaft wird alles tun, dass wir alle so schnell wie möglich wieder zurückfinden zu unserem artgerechten Lebensstil, Ernährungsstil, Bewegungsstil und so weiter, sodass wir dann, wenn wir wieder maximal artgerecht leben wollen, dass wir da kriegen wir dann von der gesamten Wirtschaft Hilfe in jeder Hinsicht, weil wir ja natürlich nur, wir sind ja nicht so dumm, dass wir eine gute Wohlfühlnote abgeben, wenn wir uns nicht wohlfühlen, sondern wir geben ja dann nur dann bessere Wohlfühlnoten ab, wenn wir uns auch tatsächlich wohler fühlen und glücklicher fühlen und gesünder sind durch all diese Lebensstilmaßnahmen und ernährungsmedizinischen Tipps. Und also ich glaube, ich habe alles gesagt. Also vergessen Sie bitte schön nicht nur Volker Quaschnik, vergessen Sie bitte nicht, liebe Fridays for Future, vergessen Sie endlich die Scientists for Future 1, also die Scientists for Future, und orientieren Sie sich endlich an den zweiten Scientists for Future 2, die was von der Sache, vor allem von Menschen verstehen, und vergessen Sie diese ganzen Irrlehren, diese Esoterik und diese ganze Spinnualität, also diese Spinnerei, und vergessen Sie Buddhismus und all diesen anderen pseudowissenschaftlichen Unfug. Ja, tschüssi,